Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zur neuesten Folge von Ingos Rotlichtkanal. Ich kann jetzt nicht so laut reden, weil der Thorsten ist schon da, aber er weiß nicht, dass ich jetzt schon aufnehme. Es geht gleich weiter. Sie sind schon voll auf Sendung. Herr Heidbrink, was sind das für Frauen hier? Ich habe gerade 5 Damen an der Rezeption sehen. Ich weiß ja nicht, ob wir ins Westside fahren sollen. Soll ich nicht lieber hier bleiben heute? Nein. Aber schneiden Sie halt raus, sonst hört Gabi das. Nein. Mein Gott, was ist hier eine Qualität an Frauen? Wahnsinn, ne? Weiß ich nicht. Doch, also. Ich bin ja jeden Tag hier. Also, weil ich ja gerade an der Rezeption bin. Echt jetzt? Weltklasse. Ja, tipptopp. Also, dann setzen Sie sich bitte mal. Ja, mach ich. Danke. Sagen Sie mal unseren Zuschauern, was heute auf dem Programm ist. Ja, liebe Zuschauer, erstmal herzlich willkommen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir fahren heute ins Westside. Da ist heute Karnevalsparty. Wir besuchen die Cheyenne und den Maximilian und schauen mal, was sie da auf die Beine gestellt haben. Soviel ich weiß, ist im Februar für das Westside immer ein hartes Geschäft wegen Karneval und so. Das dauert dann immer so bis zum Zahltag Ende Februar. Das haben sie mir vorausgesagt, so von Mitte Januar bis Ende Februar. Sie haben es mir nie geglaubt. Ich habe es wirklich nicht geglaubt. Ich habe versucht, dagegen zu steuern, aber Sie haben natürlich wie immer recht. Aber liebe Zuschauer, ich kann nicht so viel verraten, aber wir haben eine private Wette am Laufen und diesmal wird der Heidbrink dann kein Recht haben, aber das kommt dann erst im Juni oder Juli raus und dann verraten wir, worum es geht. Aber freut euch darauf, das wird eine Riesengaudi. Und gibt auch eine Sendung darüber? Ja, definitiv. Okay, also dann gehen wir jetzt unterwegs und sehen uns später wieder. Aber selbstverständlich. Gut, bis nachher, liebe Zuschauer. Bis nachher. Also, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier schon unterwegs zum Club Westside im Frauenfeld. Der schönste Club in der Ostschweiz und wir sind also eben vom Globe abgefahren. Wir kommen gut durch, wir haben keinen Stau und ja, der Heidbrink fährt heute mal. Herr Heidbrink, sagen Sie irgendwas? Ich bin jetzt ganz gespannt, ob die wenig oder viel Gäste haben. Ja. Weil das Westside ist ja bekannt, dass es im Februar sehr schlecht läuft. Ja. Ich bin gespannt, wie viele Berliner da sind, weil ich habe Hunger. Ich habe heute noch nicht viel gegessen. Ich möchte gerne Berliner essen. Ja. Das erinnert mich dann immer an Deutschland. Ne? Da ist ein Berliner ja Muss an Karneval. Ja, und dann schauen wir mal. Ne? Wir melden uns dann gleich wieder. Aber ich habe noch eine Frage. Ja, ne? Wieso essen die Kölner oder so eigentlich Berliner? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wieso der Berliner Berliner heißt. Vielleicht muss ich das mal googeln. Hätten Sie Keine vor der Ahnung. Sendung machen sollen. Hätte ich vor der Sendung machen wollen. Aber ich mache es jetzt gleich unterwegs und werde mich dann gleich wieder dazu melden. Okay, dann bis später. Bis später. Ciao, ciao. Herr Thorsten. Ja, wir sind angekommen im Club Westside. Eine wunderschöne Fahrt mit dem Urus, den wir damals mal oder Sie damals mal für die YouTube-Zuschauer eigentlich gekauft hatten als Gaudi. Ist damals nicht so gut angekommen, aber ist ein tolles Auto, hat Spaß gemacht. Jetzt gehen wir mal rein und schauen, was los ist. Ja, aber ich möchte noch eine Frage stellen. Gerne. Wieso haben Sie so schöne Zähne? Ich habe mir die machen lassen. Das sind Veneers, die da drüber sind. Hat auch tüchtig Geld gekostet, aber dafür habe ich wieder ein schönes Lachen. Die sind aber meine echten Zähne. Hä? Hier drunter sind meine echten Zähne, sind einfach nur, ja, Veneers nennt sich das, die sind da drüber gezogen, festgeklebt und sieht toll aus. Wo haben Dankeschön. Sie die machen lassen? Ich habe mal einen Gast kennengelernt an anderer Stelle, der war Zahnarzt, ein sehr, sehr netter Mensch, da bin ich auch heute noch mit im Kontakt und ja, der hat mir das gemacht. Er nimmt noch mal keine Kunden mehr an, der ist im fortgeschrittenen Alter, aber hat da wirklich eine super tolle Praxis in Bern und hat mir dann die Zähne gemacht. Na super, Sie sehen heute besonders gut aus. Oh, danke schön, Herr Heidbrink. Bis nachher. Sie sehen immer schön aus. You and me. Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our grief, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, oh no, cause I got you. I got you. No one show. Show us off, but you're my all. All that I need. I'm telling you why. Smoke in the mirrors, our memories, now the sun has come down. Like a river rushing way up above. This ain't love, this ain't no sugar-coated love. Ja, das ist ein Aufhänger. Also komm, mach ich jetzt. Es läuft schon. Ah. Wir sind schon dran. Aber das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Was ist das denn? Also je nachdem, wenn ich was... Es wird nicht rausgeschnitten, liebe Zuschauer. Ich verspreche es Ihnen. Aber machst du mein Gesicht so? Ich habe zu viele Falten. Nein, Sie haben gar keine Falten. Nein, wir haben gesagt mit Gesicht. So, mein Lieben, lasst uns mal ein bisschen professionell werden hier. Ja, hier. Spontan. Ja, spontan wie immer. Das heißt, ich weiß noch nicht, was ich frage. Gegenüber sitzt der Donald ohne Maske. Genau.
genau. Es ist schön, mal atmen zu können. Schwenk doch mal schnell die Kamera um. Soll ich ihn beschreiben? Ja. Oh, das würde mich jetzt aber interessieren, wie du mich beschreibst. Also muskulös? Eigentlich, wenn er nicht so dick wäre, würde er sehr gut aussehen. Aber wir werden ja noch eine Folge produzieren, die darüber handelt, wie der Donald ungefähr 15 bis 20 Kilo verlieren wird. Und ihr seid dann Zeugen, wie das funktioniert. Ich bin der Trainer, das wird super, verspreche es euch. Aber Ingo, deine rechte Augen geht auf meine linke Lippe, ich weiß. Aber Ingo, wenn du jetzt schon den Teaser machst für diese Folge, dann müssten wir auch jetzt den Wetteinsatz schon definieren. Nein, ich bin unvorbereitet, das können wir nicht so einfach machen. Okay. Das machen wir dann anlässlich der ersten Sendung. Okay, ist gut, aber der Wetteinsatz wird teuer. Das sage ich dir. Eben, wenn er ein bisschen leichter wäre, würde super aussehen. Außer sein Friseur hat sich auch noch verschnitten. Aber machen wir jetzt seriös weiter. Donald, du bist dran. Wir müssen mal die zwei lieben Gäste dazu bringen, dass sie sich hier auf das Interview konzentrieren. Die machen irgendwas dort. Cheyenne, schön, dass du dabei bist. Dort ist die Kamera. Oh Mann. Die Kamera. Eine Lady mag das nicht. Ach, ja, aber genau, wir müssen sind Sie das eine Lady? Aber ich habe eine Frage zu mal. Oh, Moment schnell. Ich habe eine Frage. Wieso sind Ihre Brüste so klein? Weil Sie haben gesagt, Sie zahlen 2000, dass ich noch größer machen, 2 Kilo. Ja, eben, ich habe sie ja eigentlich inspiriert. Aber sie nachher, sie muss hinter mir stehen, so wie schon 13 Jahre, ja. Und sie müssen das halten. Okay, das war's. Und weil ich nicht so viel Zeit habe, haben Sie da nichts mehr dran geändert? Ist das richtig? Jawohl, okay. Ich will auch nichts mehr machen. Also jetzt seriös weiter, Donald. Also ich verstehe schon, warum langsam die Leute sagen, dass wir es nicht professionell machen, aber ist gut. Also jetzt, Cheyenne, wie lange arbeitest du schon mit Ingo zusammen? Sie müssen lächeln. Man sieht es nicht, sie ist verpixelt. Nein, du musst sie nicht verpixeln. Wir müssen sie nicht verpixeln? Nein. Wer hat das gesagt? Spinnst du meine Falten? Das kann doch nicht sein. Also, ich bin 41. Dann geht es nur um die Falten, sie haben gar keine. Sie sehen super aus heute. Aber Cheyenne, darf ich dich bitten, das Top ein bisschen hoch zu ziehen, weil sonst müssen wir oben und unten verpixeln. Das wäre dann suboptimal. Also Cheyenne, erzähl uns mal, wie lange bist du schon im Imperium tätig? Wie lange bin ich schon jetzt? Also 2010 sind Sie gekommen. Also gehört sie eigentlich auch schon zur Inventar. Ja, ich wollte jetzt sagen ältere Garde, aber... Genau, dann bin ich zu meinem lieben Chef gegangen, das war genauso im Büro. Ich habe gesagt, du, ich kann jetzt nichts mehr und so. Hat er gesagt, beruhig dich, brauchst du ein bisschen Pause. Ich habe gesagt, ja. Haben Sie einen Job für mich? Hat er gesagt, ja, machen wir. Keine Ahnung, wieso, ne? Ich habe gesagt, wenn nein, ich gehe. Normal könnte ich sagen, da ist die Tür. Aber ein wertvoller Mensch. Dann bin ich mit Bar angefangen, Rezeptionsprüfung, Supervisor. Und jetzt bin ich schon 14 Jahre. Genau. Wieso hast du gesagt, ja, ich habe einen Job für dich? Also, ich frage anders. Jede Dame, welche zu dir kommt, bekommt einen anderen Job, oder? Jede. Wirklich? Ja. Ich habe mich schon bewundert. Und wenn es noch keinen Job gibt, dann kreiere ich einen. Das ist aber echt nett von dir. Ja, so ist es. Diese nette Seite würde das Social Media Team auch gerne machen. Genau, er könnte sagen, da ist die Tür, bitte kannst du gehen. Seit ich in Schweiz bin, ich bin bei Ingo. Ich bin sehr stolz und ich habe nur einen Chef gehabt und ich werde gerne noch weiter bis Pension. Also der Job gefällt dir? Ich kann nichts leben ohne Frauen huren. Geht nichts. Mit Leidenschaft führt die dann aus. Wie gesagt, die hat ja vor ein paar Monaten hier am besten angefangen und wirklich Leidenschaft, Power und Energie hat sie auf jeden Fall. Ne? Sie kümmert sich, macht und ist auch wirklich immer auch privat dann zu erreichen, auch wenn sie Feierabend hat. Das haben wir nie ein Problem gehabt. Sie macht hier Top-Shows, organisiert den Laden auch, alles tipptopp und ja, wir sind sehr zufrieden. Das macht sie wirklich hervorragend. Und wie war es oder wie ist es mit Thorsten zu arbeiten? Sensationell. Wann erwische ich endlich mal jemanden, der was anderes sagt? Nein, er ist einfach top, so wie ich. Geil, verspielt, pornomäßig, aber positiv. Aber das siehst du doch. Schau dir mal den Thorsten. Mann, sensationell. Wir haben gerade noch über unsere Zähne gesprochen. Ja. Nein, das war ja, wie gesagt, wir hatten gewisse Umstrukturierungen hier vor ein paar Monaten und dann ist dann die Cheyenne auch dazu gekommen. Ich habe ihr eigentlich freie Hand gelassen. Ich brauchte ihr auch dann natürlich Hilfe und dann hat sie auch eigentlich toll ausgeführt und alles auch gemacht. Und die Party von heute hast du organisiert, dekoriert? Also wir haben mit Max organisiert. Ja, den kennen wir auch noch kennen. Genau. Die ist auch ein neuer Mitarbeiter vom Imperium, ein sehr junger Kerl, ein netter Kerl, aber kommen wir gleich noch zu. Jetzt reden wir erstmal genau. Mit Cheyenne. Er sagt mir immer Tante Cheyenne, er ist schon 13 Jahre jünger als ich. Ich bin an ihm vorbereitet zu machen. Er ist top sowieso. Er kommt vom Welcome, ne? Hat Erfahrung. Also eigentlich ein Frischling. Eine Frischfleisch, ein Frischling, sage ich. Für mich aber ist ein Frischfleisch. Er ist auch, also ich hat schon ein bisschen dran. Rotlich gemacht, definitiv. Aber wie gesagt, lass uns halt gleich mit ihm sprechen. Der ist also nicht ganz so frisch. Ist sehr jung. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das ein fähiger Kerl. Und wenn der Vollgas gibt, dann denke ich, werden wir da in Zukunft und in mehreren Jahren auch zufrieden mit ihm sein. Ingo, du schaust mich so erwartungsvoll an. Ja, dass du noch eine schöne Unterhaltung machst. Ja, ich bin ja dabei.
Was ich vorhin noch sagen wollte, Cheyenne, also wir unterhalten uns ja ab und zu, wenn wir uns sehen. Ich meine, an Offenheit ist Cheyenne nicht zu übertreffen, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch keinen Mensch hier, der direkter ist als Sie. Also, Sie ist jetzt wirklich... Wir haben uns immer getroffen, aber du warst immer... Was war ich? Ich habe mich immer fertig gemacht, so wie alle Menschen. Hast du vielleicht noch ein, zwei Anekdoten zu Cheyenne, bevor wir sie entlassen aus dem Interview? Ein oder jetzt zwei? Karl, piep! Hätte ich eigentlich, aber die sind nicht erwachsenenfrei. Okay, jetzt muss ich aber nachfragen. Ja, also, fragst du nach. Wir sind hier in einem Rotlichtkanal, ich meine... Ja, aber das Problem bist eben du. Wieso ich jetzt wieder? Weil deine, was ist sie, deine Verlobte, ist das richtig? Genau. Sie möchte nicht, dass du solche Sachen hörst. Ich nehme Rücksicht auf sie. Ich kann schon Spagat machen. Dann hattest du jetzt nochmals Glück. Aber doch, wenn die Kamera ausgeht, frage ich weißt nach. Weißt du, was ich bekomme nachher? Ui, ohne Gleitgel. Liebe Zuschauer, das meinte ich mit Cheyenne ist sehr direkt. Von dem, ja, ich würde sagen, wir entlassen jetzt wieder Cheyenne. Wir haben ja noch Maximilian, mit dem wir sprechen können. Ja, können wir machen, gerne. Ja. Und jetzt kommt die süße Maximilian. Cheyenne, vielen Dank. Ich danke euch. Und wir sehen uns ja sicher an der Bar. So, trinken wir einen Shot jetzt, oder was? So, liebe Zuschauer, Maximilian, willkommen in der Runde. Hallo, liebe Zuschauer. Ist das alles gut? Ist das erste Mal vor der Kamera? So ging uns allen. Genau. Und wenn du wirklich lachen willst, dann schaust du dir die erste Folge an, weil da waren Ingo und Thorsten auch noch ziemlich nervös. Genau. Also dem, ja. Wie Cheyenne liebevoll gesagt hat, bist du das Frischfleisch im Imperium. Der Jüngste. Der Jüngste und auch, glaube ich, am frischesten dabei, oder? Seit 2 Monaten. Also ziemlich alles frisch. Wie gefällt es dir bis anhin? Tipptopp, super. Tipptopp hat er schon gelernt, der Schweizer Ausdruck. Genau. Ne? Ja. Leidenschaft passt, alles gut. Magst du mir ein bisschen erzählen, woher kommst du? Was ist dein Background? Also ich komme aus Österreich, aus dem wunderschönen Kärnten. Ich höre es gar nicht. Ah, wirklich? Also vielleicht gefällt mir die Schweiz momentan besser als Österreich. Ja, und davor war ich im Welcome, im Saunaclub. Also hast du schon Rotlicht. Genau. Aber jetzt muss ich, Moment mal kurz, darf ich fragen, wie alt du bist? 28. Wann hast du angefangen im Rotlicht? Mit Anfang 25. Ah, okay, das ist, würdest du sagen, das ist ein Durchschnittsalter für den Einstieg im Rotlicht? Also bei mir war es früher, aber... Ja gut, du bist jetzt ein bisschen eine Ausnahme. Gut, Thorsten war ja auch ziemlich... Auch so in diesem, auch so um 28, echt, 29, ja. 28? Ja, ich habe nur... Aber bin ja schon ein bisschen älter, 28. Ich bin ja gelernter Offset-Drucker, ich hatte auch weiter gedruckt, aber wir hatten da schon ein Studium laufen in Deutschland. Ich hatte Silvia kennengelernt und die war ja als Prostituierte unterwegs. Ja, und dementsprechend hatten wir ja damals, haben wir schon mal bei einer Sendung gesprochen, haben wir dann ein Studio eröffnet und so weiter. Da habe ich nebenbei geführt, dann wurde das immer besser und besser. Ja, dann ging es immer weiter. Würdet ihr sagen, dass jetzt Ingo und Thorsten, wenn man so früh den Einstieg hat im Rotlicht, dann bleibt man im Rotlicht oder ist das so... Genau, darf ich das beantworten? Also genau darüber habe ich mit Maximilian schon mal darüber gesprochen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, meiner Meinung nach, wenn man einmal im Rotlicht Kontakt hatte oder hat es mal gemacht, weg abzutreten. Absolut. Ich sage immer, mein Ziehvater aus Deutschland, der gute Paul, der ist jetzt 70 oder über 70, der hat das auch jahrelang gemacht und der schreibt heute immer noch mit Girls und so weiter. Der kann auch nicht richtig loslassen. Der füttert zwar seine Hühner im Garten, aber der kann auch noch nicht richtig loslassen. Also wenn man einmal drin ist, du ja auch. Du willst ja auch nicht mehr aufhören. Du bist ja jetzt auch im Rotlicht. Also es ist nicht so einfach meiner Meinung nach, weil das Ganze mit den schönen Frauen, mit der Atmosphäre, ist immer was los. Es wird nie langweilig. Denke ich schon, dass das schwer ist, aufzuhören. Der Heidbringer hat ja auch schon einmal gesagt, er wird sich ja am liebsten zurückziehen. Aber das würde ich auch tun, wenn es möglich wäre. Wenn möglich, ja, aber trotzdem haben sie immer noch Freude daran, die Leidenschaft ist gegeben und alles. Das ist ja auch doch so, oder? Das ist so, ja. Doch. Vielleicht lassen wir Maximilian auch noch kurz ein bisschen quatschen. Kennst doch den Thorsten. Darum, ich muss immer aufpassen, dass die Fragen kurz sind also. Beim Thorsten. Ja, aber die Antworten sind immer so lang. Ja, das stimmt. Aber jetzt nur noch Ja-Nein-Fragen, Thorsten. Ja. Gut. Nein, Maximilian, magst du uns vielleicht ein bisschen, ich muss jetzt vielleicht als Nichtwissender Welcome, wo ist das in der Schweiz? Das in ist in Österreich, in Kärnten, direkt an der italienischen Grenze. Oh nein, der ist peinlich. Jetzt hast du den Vogel abgeschossen. Der Privatausflug. Also, und du möchtest Moderator sein von Rotlichtkanal. Du hast uns nicht mitgenommen, darum habe ich es halt nicht mehr gewusst. Okay, sorry. Gut. Kann passieren. Hast du schon irgendwelche krassen Unterschiede festgestellt? Also Imperium Clubs Standard ist wirklich sehr hoch angesetzt. Ich würde sagen, europaweit absolut top, wenn nicht weltweit wahrscheinlich. Und ansonsten von den Gästen, wie unterscheiden Sie die sich? Unterschiedlich. In meinem früheren Club waren hauptsächlich Italiener, zu 80%. Hier sind hauptsächlich
eher Schweizer und ein paar aus Deutschland. Aber Schweizer sind sehr freundlich, zuvorkommend. Und das, für das sind wir weltweit. Also das mit dem freundlich und immer auf dich zeigen, das irgendwie muss ich der Sache mal auf den Grund gehen. Auf wen zeigen? Ja, immer auf dich mit freundlich. Wer zeigt auf mich? Maximilian hat gerade gesagt, freundlich und zuvorkommend. Ich bin ja gar kein Schweizer. Du hast doch den Schweizer Pass. Aber ich rede doch immer von Abstammung. Du bist ja auch kein Schweizer. Das stimmt. Darf man das überhaupt sagen, dass du Italiener bist? Ja, siehst du? Aber, ja, nein. Aber es gibt sicher ungefähr 500.000 ehemalige Italiener in der Schweiz. Also ja. Es wird, kann jetzt niemand erraten, wer du genau bist. Gut, das Problem ist, nein, du hast es nicht mal eingegrenzt, weil du hast gesagt, wenn ich nicht so fett wäre, würde ich gut aussehen. Und das trifft auf 80% der Italiener zu, von dem her. Aber das kommt noch. Was mit dem gut aussehen, meine ich. Wie alt bist du? Etwas zwischen 30 und 40. Hättest du mich jünger? Ich bin 25, oder? Ja, absolut. Ja, ja. Eben. Das höre ich nicht zum ersten Mal, um ehrlich zu sein. Aber vielen Dank für das Kompliment. Aber anyway, kommen wir zurück zu dir. Wir lassen uns hier einfach ein bisschen zu fest ablenken. Das heißt, also, du hast dich gut eingelebt. Du bist, dich werden wir noch weiter im Imperium antreffen können. Was ist jetzt aktuell deine Arbeit hier im Westside? Ja, Geschäftsführung hier im Club und... Nur weitermachen. Ganz ruhig. Die Pläne mit den Namen, die Partys, die Events, alles, was jetzt noch so ansteht und wo die Probleme vorhin waren, werden jetzt von mir gelöst. Ich schaue, dass wir den Club wieder Vordermann bringen. Gästeanzahl muss steigen. Sollte der beste Sommer werden heuer. Also im Sommer werden wir dich bestimmt wieder besuchen, weil Westside haben wir ein paar Mal den Außenbereich filmen dürfen. Da haben wir ja auch ordentlich auf die Kappe bekommen im Pingpong gegen Ingo. Ja. Partys sind schon geplant. Die kommen. Lasst euch überraschen. Ja, da muss, gib uns frühzeitig Bescheid, da kommen wir immer gerne vorbei. Wir müssen einfach aufpassen, dass Cheyenne uns nicht empfängt am Empfang, weil heute sind wir reingelaufen und hatten 5 Minuten später schon den ersten Shot in der Hand. Darum wäre es gut, wenn vielleicht du uns aufmachst oder Thorsten, ich sehe, du willst was sagen. Ja, das findest du imperium.ch, liebe Leute. Zockt mit, gewinnt 30 Minuten freien Eintritt plus 30 Minuten freien Eintritt, sage ich schon. Gewinnt freien Eintritt, also könnt länger als 30 Minuten im Club bleiben und 30 Minuten gratis Service mit einem von unseren wunderschönen Girls und einem von unseren wunderschönen Imperium-Clubs. Macht mit. Fertig. Sehr schön. Du hast dich kurz gehalten. Ingo, möchtest du noch was mit Maximilian besprechen, fragen? Wer hat dich eigentlich eingestellt? Moment kurz, wer hat dich eigentlich eingestellt? Ingo, Thorsten, wie lief das ab? Eigentlich hat mich Thorsten kontaktiert. Und dann musst du aber mit Ingo vorher, also hast du mit ihm das Bewerbungsgespräch? Nein, es ist eine Bewerbung ins Globe geschickt worden. Die hat der Clubmanager vom Globe mir weitergeleitet. Wir hatten ein paar Optionen, wir hatten also mehrere, die sich beworben hatten. Und der hat einen tollen Lebenslauf gehabt und hatte auch Erfahrung im Rotlicht. Ein tolles Alter, wie gesagt, ist kein Dummer. Der hat schon richtig was am Kasten. Das merkte man schon nach ein paar Tagen. Da war er ein bisschen ruhig. Aber danach ist er aus sich rausgekommen und bewegt sich jetzt mittlerweile auch. Der Bewegungsablauf ist deutlich schneller geworden wie vorher. Alles tipptopp. Nein, er hat das hier unter Kontrolle. Ich bin also sehr begeistert von ihm und ich hoffe, dass er wirklich so bleibt und sich auch noch weiterentwickelt. Aber meiner Meinung nach ist er auf einem sehr, sehr guten Weg. 28 Jahre alt und für mich ein super Talent. Also ich denke schon, dass er hier noch einiges reißen wird in der Schweiz. Ist tipptopp. Ingo, kein Bewerbungsgespräch? Ein Bewerbungsgespräch? Ja. Mit wem? Mit Maximilian? Nein. Nicht? Nein, ich sehe ihn jetzt zum dritten Mal, oder? Zum dritten Mal, ja. Ja, vielleicht machen wir das noch im Privatchat. Vergiss es. Also wenn, dann bin ich weg. Dann sage ich euch, wenn ihr das macht, dann müsst ihr euch einen neuen Kameramann suchen. Okay. Seit einem Jahr versuchen wir da Ingo dazu zu bringen, dass er uns mal mitnimmt. Gar nicht wahr, ihr wolltet nicht mitfliegen. Wann? Ihr beide. Nach 51 Folgen. Ja, die wollten einfach nicht mitfliegen. Was ist denn... Wann? Du könntest mir nachts um 3 anrufen und ich würde kommen. Das geht nicht, Zürich ist zu dann. Eine Sache würde ich gerne noch sagen. Ich möchte dann auch noch was besprechen. Okay. Bitte schön. Er hat jetzt recht gehabt wegen der Party. In welchem Sinne jetzt? Von der Gästeanzahl. Sie, wie immer. Man kann nicht nur immer die schönen Dinge erzählen. Nein, die Gästeanzahl ist also nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Ist noch ein bisschen ruhig. Ich habe jetzt gerade nicht mehr den aktuellen Stand, aber wo wir angekommen sind, war es eigentlich nicht so toll, wie wir es uns gewünscht hätten. Wie gesagt, also hier ist eine Top-Deko und alles vernünftig aufgestellt. Also gemacht von den Mitarbeitern super. Ist sehr gut. Super, super. Ne? Also tolle Shows sind gelaufen. Wir konnten ja eben ein bisschen filmen und die Damen sehen auch alle toll aus mit der Maske und mit dem Korsett. Aber gut, der Februar wird umgehen. Wie gesagt, da hat der Hype mir schon vor Monaten gesagt, im Februar musst du aufpassen, Westside. Das ist mir jetzt das auch bewusst. Das ist eben 18-jährige Erfahrung Westside. Ist so, richtig, richtig. Ne? Ist wirklich
wirklich so. Aber eine Sache möchte ich noch sagen, die Zuschauer hatten auch im Forum geschrieben, wir waren lange nicht mehr im History, das möchte ich auch andeuten, da werden wir, liebe Zuschauer, jetzt demnächst auch mal wieder auftauchen und da auch mal wieder ein paar tolle Aufnahmen machen. Aber dort hat es leider keine Landebahn. Ich bin früher mit dem Hubschrauber dorthin geflogen. Nein, nur zum Sagen, wie gesagt, da waren wir auch nur einmal. Was? Und wo bist du gelandet? Was heißt früher? Das muss ja vor einigen Jahren gewesen sein. Ja, ja, während der Bauzeit. Um Zeit zu sparen. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei den coolen Sachen sind wir nie dabei, oder? Ich weiß auch nicht, wieso. Flugangst? Nein, einfach ein Ingo, der uns nicht mitnehmen will. Eigentlich wollten wir mal nach Mallorca fliegen, dort mal eine Sendung drehen. Also liebe Zuschauer, wenn ihr das hört, dann kommentiert das. Das wäre sicherlich eine coole Folge. Ja, wir machen ja noch 1000 Folgen. Also da wird sicher irgendwann mal Mallorca drinstecken. Also das ist ja nun mal, ne? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau. Ja. Aber ich mag Maximilian, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er stellt genau die richtigen Fragen. Privatchat ist schon gefallen. Das mag ich. Sympathisch. Nein, Maximilian, vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank. Und ich glaube, wir werden uns definitiv nochmals vor der Kamera sehen. Und das erste Mal tut immer ein bisschen weh. Da muss man nur. Dankeschön. Danke, tschüss. Ciao, ciao.